Hallo Kackbratzen. Und mit dem Gutscheincode Matschtratze erhält ihr nochmals 10% Rabatt auf eine gebrauchte, aber generell überholte Matratze, damit ihr endlich eure süßesten Träume aller Zeiten genießen könnt. Es ist immer wieder unheimlich erstaunlich, wie viele Spiele es für die PS1 gab und genauso erstaunlich ist es, wie viele von diesen Spielen heute kein Schwein mehr kennt. Und dabei sind es nicht immer irgendwelche Underdogs, die man ohnehin nicht vermissen wird. Unter den Spielen, die irgendwie vom Erdboden verschwunden sind, finden wir teilweise auch Titel, die von Sony selbst entwickelt wurden. Genauer gesagt von Sony Studio Cambridge, die Leute, die also auch schon Medieval entwickelt hatten. Aus deren Schmiede stammt das 2001 veröffentlichte C12, The Final Resistance. Es war direkt kein schlechtes Spiel, es war eben halt auch kein wirklicher Hit. Und vermutlich kam es zur falschen Zeit auf den Markt, denn die PS2 machte bereits ihre ersten Schritte und wer will hier noch altes Futter haben? Wie gesagt, war es kein direkter Hit und eher der gewöhnliche Sci-Fi-Schund, der spieltechnisch ein wenig Frust erzeugt, aber insgesamt doch ganz nett ist. Unter den Kritikern erhielt es den Spitznamen Siphonfilter für Arme und wie wir heute sehen werden, lag man damit gar nicht mal so daneben. Okay, Vaughn, let's get down to business. We lost contact with the outpost some 5 hours ago. Now, the recon team we dropped in has gone missing as well. C12, The Final Resistance, verfrachtet uns in eine komplett trostlose und zerstörte Welt, in der alle Länder ins Chaos gestürzt wurden. Schuld an der sterbenden Menschheit hat wie so oft eine außerirdische Rasse, die auf die Erde gekommen ist, um das Element Kohlenstoff 12 ohne Rücksicht auf Verluste abzubauen. Es gibt nur eine Handvoll Menschen, die dem Tod entkommen sind und sich in kleineren Gruppen in den Resten der Städte verstecken. Andere hatten weniger Glück. Sie wurden von den Außerirdischen entführt und in relativ gefährliche Cyborgs verwandelt, um so als willenlose Sklaven der Aliens zu arbeiten. Auch wenn die Menschheit fast komplett vernichtet wurde, bildete sich eine kleine Widerstandsgruppe, die es mit den Außerirdischen aufnehmen möchte. Es gibt da nur ein kleines Problem. Rein technisch gesehen sind die Aliens der Menschheit um Lichtjahre voraus. Doch man hat schon einen Plan. Und hier kommt auch schon der Protagonist ins Spiel, in dessen Rolle wir nun schlüpfen dürfen. Unser Held Lieutenant Riley Vaughn hat sich für ein letztes verzweifeltes Experiment zur Verfügung gestellt. Um es nun mit den Cyborg-Aliens aufzunehmen, lässt er in seinen Körper einige kybernetische Implantate einsetzen, um nun selbst als Cyborg den Außerirdischen kräftig den Arsch aufreißen zu können. Dieser ganze Cyborg-Kram klingt jetzt auf Papier allerdings besser, als er am Ende ist, da am Ende die Auswirkung auf das Gameplay nicht wirklich groß ist. Unser Held kann vielleicht dadurch mehr Treffer einstecken als seine Kameraden und da er nun auch ein wenig mehr Kraft hat, kann er ziemlich schwere Dinge durch das Level schieben. Aber abgesehen von einem Ego-Modus, mit dem er auch die Gegend nach nützlichen Gegenständen absuchen kann, verpufft diese Zauberei etwas mit all diesen Implantaten und bla bla bla. I'll be back. Wie vorhin erwähnt, soll C12, The Final Resistance, das Siphonfilter für Arme sein und es gibt sogar einige Gemeinsamkeiten. Beide Spiele sind Third-Person-Shooter und in beiden Spielen ist das Ballern auf Feinde teilweise die reinste Hölle. Euch wird es vielleicht freuen, dass es ein Zielerfassungssystem gibt, mit denen man seinen Feinden ein paar Kugeln zwischen die Augen schießen kann. Allerdings wird man sehr schnell feststellen, dass dieses sogenannte Zielerfassungssystem nur dann funktioniert, wenn man direkt auf den Feind zuläuft. Bewegt man sich in eine andere Richtung, was eigentlich 99% der Fälle sein wird, da man ja eigentlich den Angriffen der Feinde ausweichen möchte, wird dieses formidable System einfach nicht gut funktionieren. Aber es gibt da eine Lösung. Wie auch schon im guten Siphonfilter, kann man in C12 wie erwähnt in die Ego-Perspektive wechseln, um wenigstens so ein paar gute Treffer landen zu können. Leider ist die Verwendung der Ego-Perspektive dank des Steuerkreuz ein ziemlicher Schmerz. Wer sich aber viel Zeit nimmt und das Herumfuchteln mit der Zeit in den Griff bekommt, wird entdecken, dass dieser Modus eine wahre Bereicherung ist. Hiermit ist es möglich, seinen Feinden ziemlich tödliche Kopfschüsse zu verpassen. Jeder Feind auf zwei Beinen wird somit schon nach nur einem Treffer das Zeitliche segnen. Das Ganze wird dann durch die Hitbox noch sehr vereinfacht, denn überraschenderweise ist die ziemlich groß, was bedeutet, dass man nicht unbedingt millimetergenau auf die Rüben der Gegner zielen muss. Neben einem Maschinengewehr gibt es im Spiel übrigens noch ein paar außerirdische Waffen wie Laser- und Plasmagewehre. Diese Dinger richten zwar etwas mehr Schaden an als die Standardwaffe, aber wirkliche Wunderwaffen sind diese Dinger leider nicht. You okay? Those things. They attacked the hospital. We tried to hold out, but it was useless. They must have thought I was dead. Der Schwierigkeitsgrad von C12 ist für Spiele dieses Genre eigentlich angemessen. Zumindest zu Beginn. Am Anfang lassen die Feinde noch einige Gesundheitspakete fallen, mit denen man seine Wunden wieder heilen kann. Später aber, genau dann, wenn auch die Feinde immer stärker werden, funktioniert dieses System leider nicht mehr ganz so gut. Mit viel Glück findet man aber auch im Level verstreute Gegenstände, die einem wieder auf Vordermann bringen werden. Dasselbe gilt auch für Munition.
Ein Problem ist hier auch, dass es manchmal eine Ewigkeit dauert, bis man einen Speicherpunkt findet, weshalb man mitunter sehr hart zu kämpfen hat und vermutlich sehr oft ins Gras beißen wird. Hier zieht das Spiel dann die Grenze zwischen jenen, die voller Frust den Controller gegen die Wand schmeißen und die CD verbrennen werden, und dem Rest, der die Zähne ganz fest zusammenbeißt und das Spiel auch bis zum bitteren Ende durchspielen wird. Falls man C12 einfach nicht beenden will, muss man sich dafür nicht mal schämen. We know of these alien tanks. They're used by the aliens to transport cyborgs about the city. Be careful. They're very heavily armed and can unleash fearsome firepower. Ab dem Zeitpunkt, an dem der Feind beginnt, eure Angriffe mit Schilden zu blocken, versteckte Minenfelder ins Spiel bringt und dann auch noch mit irgendwelchen Drohnen, die einem sehr, sehr starke Kopfschmerzen bereiten werden, wird das Spiel einfach keinen Spaß mehr machen und es kommt einem nur noch Gift und Galle hoch. Und dann gibt es noch ein ziemlich schlechtes Kamerasystem, das einem mit der Zeit noch den Rest geben wird. Die Kamera ist einfach schrecklich und wird sich sehr häufig irgendwie grundlos in der Pampas verheddern, womit einem die Sicht versperrt wird und die Feinde dann einem zu Hackepeter verarbeiten werden. Thank you so much! God only knows what they would have done to us. Rein was die Handlung betrifft, so ist dieses Spiel eine fast komplett lineare Angelegenheit. Es gibt zwar wie immer ein wenig Backtracking, aber das hält sich einigermaßen in Grenzen. Grundsätzlich gilt es im Level, irgendwelche Gegenstände einzusammeln, irgendwelche Punkte auf der Karte zu erreichen und alles platt zu machen, was einem in den Weg kommt. Das Leveldesign kann manchmal etwas verwirrend sein und man läuft manchmal Gefahr, sich darin zu verlaufen. Die Bereiche sind relativ groß und werden durch ein paar nervige Ladebildschirme voneinander getrennt. Damit keine Langeweile aufkommt, hat man in das Spiel noch ein paar Rätsel eingebaut, die eigentlich meist darauf hinauslaufen, dass man irgendwelche Dinge finden muss, die dann irgendeine Tür öffnen. Nicht wirklich etwas, woran man scheitern könnte. Die Bosskämpfe benötigen weder Strategie noch Kopfschüsse, sondern sind in der Regel ganz normale Zermürbungsschlachten, bei denen man einfach durchhalten muss, was natürlich nicht jedermanns Sache ist. Wie immer macht hier der Endgegner eine Ausnahme und es ist absolut keine Schande, wenn man im Internet nach einer Taktik sucht. Und weil ein Spiel aus dieser Zeit nur dann perfekt ist, wenn man auch ein paar Schleicheinlagen einbaut, darf man natürlich darauf auch nicht verzichten. Man muss ja irgendwie krampfhaft das Beste aus Siphonfilter und Metal Gear kopieren und dann sagenhaft am Ende den Karren gegen die Wand fahren. Code accepted. Proceed. Wer sein Bestes gibt, kann das Spiel schon nach wenigen Stunden durchspielen. Das Ende wird man allerdings noch schneller erreichen, wenn es Klick im Gehirn macht und man das Handtuch wirft, weil man einfach keinen Bock mehr hat. Jetzt muss man aber sagen, dass C12 generell kein schlechtes Spiel ist. Es geht eben nur so gut runter wie ein Sack Kieselsteine. Aber wenn man sich auch mal die Grafik so anschaut, kann man eigentlich nicht meckern. Sofern wir mal die absolut lächerliche Laufanimationen außer Acht lassen. Zu Beginn schlendern wir noch durch die Straßen der Stadt und kommen an zahlreichen Gebäuden vorbei, die eher lieblos zusammenkopiert wurden. Man versucht hier noch irgendwie den Anschein von Realismus zu erzeugen, aber das klappt nicht ganz so gut. Seltsamerweise wird das Spiel optisch interessanter, je weiter wir vorankommen. Und hiermit meine ich die vielen Innenräume der außerirdischen Strukturen. Und gerade zum Schluss dreht man dann nochmals an der Grafikschraube, womit sogar eine richtig gute und gruselige Atmosphäre aufgebaut wird. Leider kippt dann auch hier der Schwierigkeitsgrad so dermaßen ab, weshalb die meisten diese Level schon gar nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Far too many human transports are evading our capture. We'll soon put a stop to that. Der Sound ist der übliche Mischmasch an schlechter Sprachausgabe mit sehr vielen Dialogfehlern und einigermaßen gut klingenden Waffen. Bei der Musik scheiden sich wohl die Geister, wobei sie eher in Richtung grausam geht, als angenehm oder unauffällig. Rein theoretisch ist C12 The Final Resistance wirklich kein schlechtes Spiel und ich weiß, dass ich mich hier wiederhole. Das Projekt hat man eben nicht gut durchgedacht. Es wäre vermutlich weit besser gewesen, wenn man nicht auf Biegen und Brechen versucht hätte, das Ding noch für die PS1 zu veröffentlichen. Wie gesagt, kam C12 für die PS1 auf den Markt, als die PS2 bereits knapp ein halbes Jahr erhältlich war. Man hätte also aus dem Spiel weitaus mehr herausholen können, wenn man die Entwicklung gleich auf die PS2 portiert hätte. Und da C12 von Sony selbst entwickelt wurde und nicht von irgendeiner Entwicklerbutze, wäre das im Bereich des Machbaren gewesen. So wurde das Spiel bereits als Billigtitel auf den Markt geworfen, mit der Hoffnung, dass sich das schon irgendwer kaufen wird. Thanks, Riley. I owe you so much. You are okay, aren't you? Yeah. Leider hat es niemand nicht mal mit dem Arsch angeschaut und geriet somit ganz schnell in Vergessenheit. Und das schon gleich nach dem Verkaufsstart. Wer also relativ schmerztolerant ist, sollte sich auf die Suche nach C12 begeben und dem Spiel eine zweite Chance geben.
Die Gebrauchtpreise sind relativ niedrig, weil sich vermutlich wirklich niemand dafür interessiert. Das Spiel hat seine Vorzüge und beinahe auch eine ganz akzeptable Geschichte mit sehr viel Sci-Fi-Kitsch, kann aber eine harte Nuss darstellen, vor allem in den späteren Abschnitten. Trotzdem lege ich euch mal C12 ans Herz, denn es ist wirklich ein ungeschliffener Diamant, der auch schon damals viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Gebt euch also einen Ruck und verschafft dem Spiel ein neues und kuscheliges Zuhause. We detected an energy surge as the atmospheric processor overloaded. Let's get out of here. Our work is still unfinished. No time to hang around then. Let's get the hell out of here. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.